Wie gesagt, wir werden jetzt den Tempel der Elemente machen. Darin liegt ein mächtiger Gegenstand. Namenloser Ort. Hauptquest: Zerstöre alle Altare. Okay, wir müssen nicht mal alle Gegner besiegen. So, wir haben aber hier einen Erddämon, wir haben einen Flammendämon, wir haben einen Frostdämon und wir haben einen Winddämon. Das heißt, es sind eigentlich schon vier Ziele für ihn. Unseren neuen Mitstreiter, den guten Redrick. So, wir haben nicht abgeholt. Aber gut, wir werden jetzt Tempel der Elemente erstmal bereisen. Mal gucken, was ist unterwegs passiert. Ja, während ihr die Straße entlang marschiert, fallen euch frische Wagenspuren ins Auge. Schon bald lassen sich mehrere Einzelspuren unterscheiden. Sie müssen von einer großen Karawane stammen. Als ihr auf den Gipfel eines Hügels ankommt, macht ihr vier Wagen aus, die in dieselbe Richtung unterwegs sind wie ihr. Die Karawane wird von gerade einmal drei oder vier Wachen begleitet. Bietet der Karawane euren Schutz an, bis sich eure Wege wieder trennen. Ja. Hier gibt es 2 Gold. Okay, für jeden. Gut, dass wir noch einen Charakter dazu geholt haben. Your road has led you here to the Temple of the Elements in search of an ancient artifact. It apparently holds great power, but anything more than that is very foggy at this point. You enter the decaying stone structure to see for yourself what all the fuss is about. As you step inside, your eye catches signs of recent visitors, a broken twig, footprints in the dust. You approach the main chamber and ready your weapons as a group of hooded figures emerge from the shadows. You're too late, fools, one of the cultists announces. We control this temple now, and all its power serves us. Alles klar. Gut, wir haben ja 2 Gegner vor uns, die eigentlich nicht wichtig sind. Hier halt 4 Räume. Boah, ich glaube. Und jeden Raum war einer drin. Ich glaube, da kann ich mich sogar erinnern. Okay, ich glaube, wir stellen uns so auf. Gehen wir bei ihm nicht direkt, sondern. Den Killerangriff hier so. Ja, gut, ich würde einen damit direkt besiegen, ne? Okay, gucken wir mal eben. Zack, 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 ja, ein Schaden. Guck mal hier, Angriff von 2, 1, 2, 3, ne? Beide Gegner ist eigentlich ganz gut. Was haben wir sonst noch hier? Irgendwas Schnelleres noch. Guck mal hier. Plus Angriff. Was halten wir denn davon? Eigentlich ganz viel, ne? Andersrum müssen wir gucken, dass wir jetzt hier. Damit wäre ich nach ihm dran, könnte mich damit auch bewegen. Und hier die 3 Schaden machen, ne? Ist eigentlich ganz okay. So, dann gehen wir hier auf die. Okay, von der Reichweite her müsste ich das eigentlich nicht machen. Nehmen wir den hier. Okay, geil, die sind alle schneller als ich. Aber machen halt nichts. Das ist doch auch schön. So, Aktion. Wir machen es alle hier stärker. Du und du. War ja klar. Passt. Den Zug beenden. Ja. Am ersten schon mal besiegt. Holen wir uns auch das Gold, ne? Komm. Den überspringen. So, wie sieht es jetzt bei Ihnen hier aus? Will ich einfach mal die Tür aufmachen? 1, 2, 3.
Was hat die Frage? Wie stehen die da, ne? Okay, wir bewegen uns hier hin. Bewegung übersprungen. Und besiegen ihn. Wenn es funktioniert, ne? Das ist natürlich immer die andere Sache. Okay, steht hier bei ihnen rein theoretisch, ne? 1, 2, 3. Ich brauche Bierbewegung. Das wird der hier. Oben. Passt. Und jetzt machen wir hier wirklich sehr langsam. Aber auch eine gute Bewegung. Ist schon die hier, ne? Eine von 3, Reichweite 3 ist okay. So, wie sieht es hier aus? Das ist auch die Viererbewegung eigentlich ganz gut, ne? Mit den Schunkeln auf 6 kommen. Oder 6 Schaden. Ist eigentlich nicht verkehrt, ne? Okay. So, wir besiegen ihn jetzt hier einfach mal. Sehr schön. Und dann. Ah, ich müsste das erbeuten, ne? Okay, gut, dann. Ah, er kriegt sein Ding nicht, ist okay. Moving on from the entrance chamber, you find a large central room with many exits. In the center stands another group of cultists, preparing incantations around a reddish clay vessel, roughly the size of a skull. The artifact is ours, and it has made our minions more powerful than ever. The speaking cultist laughs. You cannot hope to stop what is coming. Even if you strike us down, the gloom will bring forth your end. The cultists raise their hands, and a barrier surrounds the artifact. Was machen die denn? Bewegung von 2, 1, 2. 1, 1, 2. Die kommen beide ganz dran. Okay, der auch nicht. Gut, dann. Kann einfach beenden. Mensch, es ist eine Reichweite von. Wenn ich hier stehe. 1, 2, das heißt, ich könnte das hier hinsetzen, oder? Ne, ich muss das in ein Feld setzen. Also stehe ich hier, dann würde ich das hier hinsetzen. Oder könnte ich. Warte, wenn ich das. Also wie gesagt, da hinsetzen, hat er den ganzen Radius. Also hier hin. Dann hätte er diesen Radius. Oder hier hin, dann hätte er. Ich müsste ja eigentlich ein bisschen weiterkommen, ne? Aber ich könnte ja hier mit den Schuhen bis hierhin. Dann bis hierhin. 2, 3, 4, 5. Okay, der kommt auch bis dahin. So, bis hierhin bewege ich mich. Oh. Wow. Das war ein unfassbar schlechter Angriff. So, wir gehen hier die 6 Schritte. Und dann haben wir den kaputt. Ist in Ordnung. Okay, wir haben hier 2 Gegner vor uns, ne? Warte, haben wir hier eigentlich irgendwie einen guten. Nee. Wir wollen an sich nichts verbrennen, ne? Das ist natürlich aktuell sein großer Nachteil. Die meisten Karten verbrennen halt zurzeit.
den ich mal besiegt. Ich will mit den beiden einfach mal angreifen. Aber Träume von. Wir können eigentlich. Das sind 3 Schaden. Das sollte eigentlich reichen. So, und hier bin ich echt unsicher, ne? Der Nachteil ist halt wirklich, dass die alle aktuell. Und nehmen die Netzpistole und machen so einen normalen Angriff. So, mal gucken. Jetzt hier einfach einen guten Roll. Das war ja so klar. Jetzt mal hier eine Truhe, fällt mir gerade auf. Die müssen wir uns am besten natürlich auch holen. Ne? Ich könnte. Die sind halt vor mir dran, ne? Komm mit Vorteil und dann machen wir beide weg. So. Schön, 0 Schaden. Okay, ich kann mich halt einfach hier hin bewegen. Hier den Angriff überspringen, ne? Okay, 1, 2, 3. Ach, warte. 1, 2, 3, 4. Der hat halt noch ein bisschen was in einer Runde. Der kriegt halt alle abgeworfenen wiederum bei einem, ne? Damit sich das wieder aktiviert, ne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ja. Okay, komm, hier machen wir eine lange Rast, ist okay. Hier die 4er Bewegung plus. Ich muss ja auch niemanden heilen, so. Will ich den Typen dann rufen? Ja, okay, komm. Wie sieht's bei Ihnen aus? 1, 2, 3, 4. Kommt er ja eh noch nicht hin, ne? Ja. Wir holen uns die Truhe. Das ist okay. Und eine Falle. Es war so klar. 5 Schaden. Oha. Da direkt mal übertreiben hier. Hm? Gehen wir jetzt hier hin. Und hier kommt der Lockvogel. Ich hole uns unsere Schuhe wieder und legen ab. Ich glaube, die hier, ne? Komm. Ist okay. Ist in Ordnung. So. Hier wird, glaube ich, eine. Kann ich die. Nee, die ist eigentlich dann ganz weg, ne? Also damit könnte ich den heilen. Dann könnte ich mich damit an sich bewegen.
Hier eben eine kurze Rast. Ist extra Bewegung schon krass. Das Durchstechen ist auch zu wichtig. Okay, ein Gegner töten wäre eigentlich auch zu wichtig gewesen. Aber gut. 1, 2. Guck mal. 1, 2, 3, 4. Ich komme bis hier, ne? Ist an sich ausreichend. Und ich nehme das Durchstechen, weil. Da könnten die Typen dran sein, ne? So, 4, 1, 2, 3, 4. Ja, 1, 2, 3, 4. Ja, okay. Okay. Und hier eine 3er Reichweite, ne? Passt. So. Bleibt der erst noch stehen. Soll ich hier einmal hochheilen, ne? Kommt mit diesem Raum nicht klar. Wir haben einen. Bewegung von 2. 1, 2. Ja gut, der greift doch eh den Lockvogel dann an, ne? Also eigentlich müsste der den Lockvogel angreifen. Und macht er nicht. Er macht einfach fucking 15 Schaden. Holy shit, ey. Okay. So, kommt mit 4 bis hier. 1, 2, 3. Ich komme nicht mal bis zu denen ran. Ey, das mit den Schild nervt mich auch. Warum wir. Ja, da war auch. Ah, auch oh, mich hier. Das geht ab. Bisschen Yu-Gi-Oh! Wieder. Okay, wir kommen immer ein bisschen hin. Und dann einmal durchstechen. Okay, holen wir uns auch instant wieder. Weil ein Schild sind einfach viel. So, dann können wir auch direkt besiegt. 1, 2, 3. Hier müssen wir eben eine lange Rast machen. Ich würde ihn heilen, ne? Aber ich kann auch das hier machen. Weiß mir gleich auch gar nichts, ne? Ach, so ist okay. Oh ja, der war schnell unterwegs. Komm weg mit ihm. Sehr schön. Wir gehen, denke ich mal, schon mal zurück mit ihm. Die 5 sollten eigentlich die anderen auch hinbekommen, ne? Sehr nice, gut. Gehen wir oben rechts. Ich habe meinen Lockvogel benutzt. Ja, ich kann eigentlich kann ich den hier wegnehmen. Ich kann mir 3 Karten wiederholen. Das war's auch. 1, 2, 3. Als Heilung, haha. Hier haben wir ein bisschen Schaden drauf. Ich glaube, für unten hab ich gar nichts, ne? Ja, hier, ich kann mir den plus 1 Angriff holen. So, wie sieht es hier aus? So, da können wir ihn heilen. Dann 1, 2, 3. Wir bräuchten so 3 Bewegungen. Habe ich nicht. Nehmen wir die Lawine erstmal, ist in Ordnung. 1, 2, 3, ja. Nehmen wir auch hier die
3 Bewegung. Nein. Ist okay. So, Lockvogel hast du sehr gut gemacht. So, plus ein Angriff. Ziel bestätigen. Der war sogar echt wichtig. Ja. So, ihn voll heilen, ne? Dann gehen wir einmal nach hier. Zug beenden. So. Wir haben unsere 3 Schritte. Schieben. Angriff überspringen. Fertig. Gut. Als nächstes. 1, 2, 3, ja. Kurze Rast würde ich sagen. Ja, ist okay, dann weg. Hier die Vierer bewegen, einfach um 1, 2, um da reinzukommen, ne? Und durchstechen. Ist da auch wieder so ein fetter Golem drin? Frage, ob ich überhaupt 1, 2, 3. Mal eh nur bis dahin, ne? 4. Okay, kurze Rast. Und weg, ist okay. Gut, 4er Bewegung ist schon mal nicht verkehrt. Und oben. Komm, nehmen wir das hier. So, wie sieht es bei dir aus? 4 Bewegung. Und Heilung. Komm, können wir einfach den heilen. Ist ja eigentlich auch nicht verkehrt. So, machen wir die Tür auf und gucken. Da ist. Einfach nur so ein. Okay. Ja, gut. Warte, nee. Wahrscheinlich hier. Ich weiß gar nicht, kann ich den da reinschubsen? Guter Schaden. Schade, nein. Okay. Ich bin halt schlimm. Hab ich jetzt hier den Durchstechen genommen? Da muss ich glaube ich gar nicht mehr hin. Ich glaube, ich gehe direkt in die Mitte. Ach ja. Overheal. Zu binden. Ich habe ja auch das Durchstechen genommen, perfekt. Ja. Nice, mal 2. Das ist der Segen. Der hat sich doch ausgezahlt. Der hat sich ausgezahlt. So, 3 Reichweite und dann nehmen wir hier die 3 Bewegung. Hier. Bewegungstechnisch. Ist mir nur ein Feld dran. So, wie sieht es bei dir aus? Eins, zwei, drei. Ich kann die Tür da aufmachen, ne? Damit angreifen. Okay, komm, machen wir mal. Fortfahren. Wir können uns ja immerhin noch unsichtbar machen. Geil. Super geil. Ich komme nicht mal dran. Angriff überspringen und. Okay, wir brauchen da auf jeden Fall nachher unsere. Unser ganze Eliten-Sachen. Plus 1. Okay. Kannst du mal zurückbewegen. Schieben, überspringen. Passt. Einmal eben näher ran und dann bitte. Komm, Haus kaputt. Na, du bist so nutzlos. Was haben wir denn bei ihm?
erstmal auch 3 Schaden, okay. Was ist mit denen? Haben jetzt eigentlich nicht viel gemacht, ne? Also ich bräuchte eigentlich ich bin aber so weit weg, ne? Zweite Reihe. Komm auch nicht. Nicht so weit, ne? 2, 3. Okay. Das muss ich mal aufheben dann. Passt. Hier eine lange Rast, damit wir unsichtbar bleiben. Und hier den Dreierangriff und die Dreierbewegung. Ich bleibe einfach stehen. Ach. Naja, ernst. Jetzt bitte. Ja, ja. Wie lange wolltest du dich aufhalten an einem Teil? Ja, eine halbe Stunde mindestens, ne? Okay. Jo, Lockvogel, wo läufst du denn hin? Okay, guck mal, wir könnten natürlich auch das nicht mehr benutzen, weil ich es verbrannt habe. Ich hält, aber egal. Dann kann ich halt guten Schaden machen eigentlich, ne? Ein, zwei, drei. Okay, komm, da geht die weg. Ist in Ordnung. Okay. Die sind beide halt sehr langsam von den Angriffen her, ne? Okay, was haben wir jetzt hier oben? Eine lange Rast, damit ich meine Schuhe wieder krieg. Hier eine kurze Rast. Ja, ein Schaden, ne? Ich muss das Durchstechen behalten. So, klar, dass die auch weggeht. Hier 4er Bewegung. Dann können wir mal gucken, ob wir damit vielleicht auch durchstechen können. Gucken, wo die... Ach, die bleiben da einfach stehen halt, ne? Die bleiben da halt einfach stehen. Komm, und nochmal bitte. Schwierig. Okay, komm, dann gehst du eben weg. Ey, Lockvogel, wo läufst du hin? Okay, vielleicht kriegen wir sie auch so besiegt, ne? Wir versuchen unser Glück. Vorteil untersprechen, da krieg ich sie auf jeden Fall besiegt. Wer kriegst denn den? Ich krieg auch den hinteren getroffen, ne? Oder? 1, 2, 3. Na, nee, schade. Okay. Also okay, ich beide besiegt rein, theoretisch. Ja, ich habe auch Vorteil, nice. Okay, Zug des Tüflers beenden. Ein, zwei, drei. Ja, komm, ich mach die jetzt hier auf. Verdammt. Ah, okay. Ey, ja, für den Moment, weißt du, brauchst du diese eine Karte, dass hier direkt besiegt werden. Als zwei Glück gehabt. Was ist denn der? Oh, okay, der kommt wenigstens. Doch, der kommt auch dran. 3 Schritte, ne? Alter, Schweden, okay. Die eben weg ist in Ordnung.
So, Runde 12. Also entweder ich mache jetzt hier 1, 2, 3, 4, ne? Und dann einfach einen krassen Angriff für den hier. Gut, hier habe ich jetzt auch, ich habe hier nicht so viele Optionen. So, und hier. Okay. Gut, die sind recht langsam, machen nicht so viel Schaden. Das ist schon mal ein Vorteil. So, gucken wir uns einmal nach hier vorne. Immerhin schon mal Schaden, den wir machen. So, 1, 2, 3, 4. Ja, komm, machen wir sogar. Sind nämlich beide betäubt. Den Box auch noch weg. Ratz. So, und der kann dann mal hier hoch in die Richtung. Gut, wir brauchen jetzt hier einen Damage. Komm, mein Freund. Hau den raus. Danke. Geht doch. Und dann können wir zurücklaufen bis hier hin. Dann kann er sich in den Kampf anschließen. Sehr nice. Okay, wenn ich das jetzt mache. Ist jetzt eigentlich ziemlich schlecht aus für mich. Darum eine kurze Rast. Ich kann. Oh, ich hab halt auch nicht mehr so viele Angriffe, ne? Kommen damit, greife ich glaube das hintere Feld an, ist in Ordnung. Sind hier. Das ist ein Angriff von 3 immerhin, ne? Nehmen wir die beiden erstmal nah Angriff, ist in Ordnung. Er hier ist unsere große Hoffnung. Er ist unsere große Hoffnung, ich bin ehrlich. Angriff von 3 mit Schieben. Reichweite finde ich jetzt nicht so geil. Komm, wie sieht's aus? Ein Plus. Och, gib mir doch eine Plus. Er weiß nicht, ob jetzt hier eher den. Ey, an sich. Ich greife einfach das Teil hier an. Ich bin ehrlich. Ich musste ja gar nicht besiegen. Ich muss ja nur die Teile besiegen. Ne? Komm, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Mal 2. Nice. Okay. Ja, ist in Ordnung. Dass sie so eine hohe Reichweite hat. Wenn ich die jetzt verbrenne, ist die weg. Ja, ist okay. Ja, die weg ist in Ordnung. Kurze Rast. Ja. Also. Dann hier eine. Ach, ich muss ja. Ach, der ist ja auch noch da. Stimmt. Okay, habe ich irgendeinen Angriff, der hier jetzt mehr Schaden macht? Okay, damit haben wir 3, ne? Komm, gehen wir jetzt einen Schritt weg. Oh, nee, komm, Alter, hier und hier. Auch wenn ich Nachteil habe, sollte ich dennoch durchkommen irgendwie, oder? Okay.
So, wir machen. Hier die 2 Schaden drauf. Dann das Schild, einfach nur um plus 1 zu bekommen und zu bannen. So, kommt hier einmal der hier. Ja, ich weiß, im Nachteil. Reicht aber geil. Geht doch. Was machen wir jetzt mit ihm? Er hat ihn ja gerade besiegt. Naja, holen wir uns das Gold hier. Ist auch in Ordnung. Des Erddämons. So, 3 Schaden. With the altars smashed, the demons vanish and the protective barrier around the artifact finally dissipates. You approach the center of the temple and reach out for the vessel, but stop short. You feel a powerful darkness emanating from the thing, and behind that, a deep sadness. The artifact has been corrupted, and it seems to almost be cognizant of that fact. All of these feelings flash in your mind as a warning. It could be used for great evil, but would you fight for that evil or against it? After some effort, you use a thick cloth to get the vessel into your bag. Perhaps it would be best to bring it to an enchanter rather than mess with it yourself.